Hier ist die geilste Late-Night-Show aus Magdeburg. Hier ist Gute Nacht Magdeburg. Unsere... Das ist mein Job. Ach so, ich übernehme mal jetzt, ja. Okay, okay, feel free. Hier ist die geilste Late-Night-Show in Magdeburg. Hier ist Gute Nacht Magdeburg. Unsere heutigen Gäste sind die Stadionsprecher vom FCM Hendrik, André und Jens. Richtig was aufs Ohr bekommen wir heute von den Brandkern. Dann hat Amo wieder zugeschlagen in unseren zweiten Live-Tinder-Beitrag. Und hier ist er, ihr Bachelor, hier ist Tim Buchmann. Guten Abend. Hallo, alte Brandkern. Hallo, wie läuft's? Wie war dein letzter Monat, Benni? War mega. Ja, 5 Wochen ist es jetzt rum, aber die Zeit ist echt verflogen. Ja? Hm? Wie so eine Hüpfeburg beim Magdeburger Elbfest Anfang Mai. Die wurde nämlich samt Kindern ins Wasser geweht. Ja, das war blöd. Ne? Ja. Aber keine Sorge, sie wurden schnell wieder gerettet. Aber da frage ich mich schon, ist das der Wind of Change? Und vor allem, hätte man das nicht etwas früher bemerken können? It's coming back at us! Get down here! Get down here! Get out of here! We gotta get it! Herr Tim, ist gut, kannst du abblasen, die Luft ist doch raus jetzt. Ja, stimmt, gut. Gehen wir von der Elbe in die Innenstadt. Es gibt jetzt eine Werbekampagne, um trotz der Baustelle Menschen an den Hassel zu locken. Der Slogan, Hassel, Liebe, offen für alle. Ja, wir haben die Plakate mal etwas aufgebessert. Was hältst du denn hier von Hassel? Brauchst du was? Oder Hassel, schwierig, aber gut, um ein Favorit. Hassel, Begegnungsort für Arme und Nadeln. Aber schwierig, aber gut kenne ich von irgendwo. Naja, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Naja, immerhin wird am Hassel noch ausgeschenkt. Anders als am Ballermann, da herrscht ab jetzt nämlich ein striktes Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Hä, was? Ich habe auch schon gebucht. Ja, manchmal ist es halt so. Naja, wie genau das von den Urlaubern allerdings aufgenommen wird, weiß unsere Reporterin vor Ort. Guten Abend, Miriam Mallorca. Hallo, Tim. Sag mal, was hat es denn mit dieser Schnapsidee von Gesetz auf sich? Naja, die Regierung will das schlechte Image der Insel verbessern. Wer nur mit einem offenen Bier am Strand erwischt wird, kann bis zu 1.500 Euro Strafe zahlen. Geld, das sonst in Sangria-Eimer fließt. Ja krass, aber kann man das nicht irgendwie umgehen? In Clubs kann man noch Alkohol trinken, aber da kann das Bier schon mal schnell 10 Euro kosten. Viele versuchen es mit Radler, aber das ist ja auch kein Alkohol. Ja, das stimmt. Wie würdest du denn die Stimmung vor Ort beschreiben? Sie ist sehr angespannt. Es gibt erste Straßenkämpfe, Häuser brennen. Statt Pina Colada gibt es nun Molotow-Cocktails. Krass, aber kann man das nicht irgendwie auch friedlicher lösen? Es gibt auch gewaltfreie Demos. Tausende Malle-Fans sind extra zum Protestsaufen angereist und singen Trinken ist auch Sport. Trinken ist auch Sport, ja geil. Aber als kleines Fazit zum Schluss, was ist denn deine professionelle Einschätzung zu dem Gesetz? Die Deutschen haben dem Ballermann, der Doppelkornkammer Europas, zu großem Wohlstand verholfen. Und in Deutschland ist Bier ein Grundrecht. Deshalb sage ich, Prost auf die Revolte! Was ist denn jetzt los? Ach du Scheiße. Ich höre gerade, Miriam Mallorca hat wohl zu tief ins Glas geschaut. Ach du Scheiße. Naja, weiter zum nächsten Thema. Der hallische FC steigt ab. Juckt das irgendjemand? Nö, können weitermachen. Zur bevorstehenden Europawahl strahlen wir aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen einen Wahlwerbespot der Redaktion aus. Für Form und Inhalt ist ausschließlich die für die Wahl werbende Redaktion verantwortlich. Geht wählen. Zur bevorstehenden Europawahl hörten Sie einen Wahlwerbespot der Redaktion, zu dessen Ausstrahlung der offene Kanal gesetzlich verpflichtet ist. Für Form und Inhalt ist ausschließlich die für die wahlwerbende Redaktion verantwortlich. Wem übrigens keine Wahl gelassen wurde, sind die Moderatoren von Astro TV. Ja, keiner hat es vorhergesehen. Der Sender wird Ende des Jahres eingestellt. Ja. Der Fernsehgeschichte, ja. Ja, so ist das manchmal. Aber statt in die Zukunft blicken wir zurück. Welche großen Sehungen gab uns das Orakel? Okay, ich bin jetzt auch schon in dir drin. Ja. 1, 3, 6, 4. Huch.
Man kann auch online bestellen und man spürt sofort die Energie. Mhm. Ich habe ein bisschen Quantum Clearing gemacht. Das hilft auch gegen sowas. Ja, gut. Astro TV endet zwar, aber ey, wozu gibt's denn offene Kanäle? In Hannover beim H1-Fernsehen geht's nämlich munter weiter. Oh, das ist keine gute Karte. Das heißt, Pik Ass nach Zeichen nach unten heißt eine kurze Krankheit untenrum. Ui. Ja gut, also ich würde zum Arzt gehen, aber naja. Ein wahrer Fernsehkristall findet sich aber nicht nur bei Astro TV oder in Hannover, sondern auch bei uns im offenen Kanal Magdeburg. Und somit willkommen zu unserer Kategorie Juwelen der OKs. Da gebe ich direkt mal ab an meine Kollegin Indira. Die hat sich nämlich einen Film von hier angeschaut und ganz großes Kino. Der offene Kanal. Seit vielen Jahren erste Anlaufstelle für Menschen, die sich in Film und Fernsehen ausprobieren wollen. Jede Person bekommt Technik und Unterstützung. Es darf wirklich jeder mitmachen. Und so haben sich in all den Jahren einige Beiträge von verschiedenen NutzerInnen angesammelt. Und ich habe mir einige davon angesehen. Ich bin Indira und habe euch heute ein echtes Highlight mitgebracht. Ein kleines Filmchen, welches 2011 den Weg in den offenen Kanal Magdeburg gefunden hat. Lass uns heute nicht schon an morgen denken. Hat eine Laufzeit von knapp 11 Minuten und man bekommt in der Zeit wirklich einiges geboten. Eine tragische Love Story, jahrelange Träume, die unverhofft in Erfüllung gehen und natürlich die besten Tanzchoreos seit dem Jackrabbit Slim Twist Contest in Pulp Fiction. Tanzchoreos? Genau, denn wir begleiten Franzi. Seit langem träumt sie davon, Tänzerin zu werden. Doch aufgrund ihrer eigenen Ungeschicklichkeit muss sie sich jetzt als Pizzabotin durchschlagen. Doch wie das Schicksal so will, muss sie sich damit nicht lange abfinden. Denn genau an dem Tag, an dem sie eine Pizza an Johnny liefert, trainiert dieser für einen wichtigen Auftritt in 3 Tagen. Doch seine Tanzpartnerin verletzt sich. Nach einem kurzen Verständigungsproblem... Was machst du eigentlich hier? Pizza, ich hab die Pizza getragen. Ist die Lösung schnell gefunden. Die Pizzabotin, welche er seit 5 Minuten kennt, muss einspringen und die komplette Choreo in 3 Tagen lernen. Zum Glück scheint Johnny Superkräfte zu besitzen, denn ein Nachmittag mit ihm macht aus der zuvor so ungeschickten Franzi eine wahre Tanzmaschine. Oder vielleicht war es die fetzige Choreo, die sie im Stadtpark abgeliefert hat? Ich habe wirklich keine Ahnung, wieso sie im Park tanzt und warum das kommentarlos zwischengeschnitten wurde, aber Props für die Mühen. Doch nicht nur als Tänzer scheint Johnny zu überzeugen, denn nach nur einem Nachmittag zusammen sind die beiden ein Paar. Nachdem die beiden nun zusammen das trockenste Stück Pizza aller Zeiten gegessen haben, steht nun auch der große Auftritt an. Obwohl wir davon nicht wirklich was sehen, scheint er trotzdem gut zu verlaufen. Denn Franzi schmiedet danach große Pläne für weitere Events. Es wird perfekt mit Kleidern und Glitzer und so viel Scheinwerfer. Es wird einfach nur... Ach. Doch Johnny hat schlechte Nachrichten. Ein Stipendium in New York trennt die beiden frisch Verliebten. Warte, das wird mir gerade wirklich jetzt alles ein bisschen zu viel. Ich fasse nochmal zusammen. Johnny verliert seine Tanzpartnerin, heuert stattdessen eine Pizzabotin an, lehrt ihr das Tanzen. Die beiden werden ein Paar, haben ihren Auftritt und er muss nach New York. Und das alles in 3 ganzen Tagen. Ja, da kann man wirklich sagen, dass sie das Leben wirklich speedrunnen. Zum Glück nimmt es trotzdem ein gutes Ende. Denn plötzlich taucht Johnny wieder auf und bringt diesmal Franzi eine Pizza. Johnny! Irgendwie kommt mir das alles trotzdem ein bisschen bekannt vor. Ein Tänzer, dessen Partnerin sich verletzt, ein wichtiger Auftritt, eine Ersatzpartnerin in letzter Minute, eine Liebesaffäre zwischen den beiden. Lass mich mal nachdenken. And I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life. Ah ja, was würden denn angehende FilmemacherInnen ohne den OK machen? Klar, dieser Film hier wird nicht der beste Film sein, den ihr je gesehen habt. Und klar, man könnte sich darüber beschweren, dass die Story zu schnell erzählt wird oder sich ja, über kleine handwerkliche Fehler beschweren. Aber letztendlich geht es ja gar nicht darum. Man merkt nämlich, dass die Personen vor und auch hinter der Kamera unglaublich viel Spaß bei der Produktion hatten. Und wenn ein Film das schafft, hat er doch wirklich seinen Sinn erfüllt.
Und ich hatte auch Spaß und deswegen freue ich mich auf das, was das Archiv im offenen Kanal noch so zu bieten hat. Und das nächste Highlight werde ich euch natürlich auch wieder vorstellen. Damit bis zum nächsten Mal und jetzt wieder zurück zu dir, Tim. Ja, irre, ne? Vielen, vielen Dank an Indira. Und wir haben auch noch mal ein bisschen rumgeguckt, was wir hier noch so gefunden haben. Es gibt ja nicht nur Filme oder Kurzfilme beim offenen Kanal, sondern auch Veranstaltungen, die gefilmt werden. Und es gab ein Theaterstück oder so aus dem Jahr 2021. Und da wurde ein Bauhaus-Rap vorgestellt. Und was soll ich sagen? Sammy Deluxe kann einpacken. Ode an die Bauhausfassade. Funktionale Ansicht ist Pflicht. Minimal schlicht das Hausgesicht. Glas blutet das Innen mit Licht. Vertikale Steinkaskade, kubisch, rein, fein und gerade, so puristisch die Fassade. Mensch, das ist einer der besten Raps, die ich jemals gehört habe. Ja? Alter, was war das denn, ey? Benni, krieg ich mal ein Cappy? Aber sicher doch. Regie, krieg ich mal ein Beat? So. Aha, hier. Aha, hier. Mikro. Hier, hier. Zettel. Bauhausstil, graue Fassade, schmückt die Elbe-Promenade. Abgesehen vom Hässlichsein, ziehen da nur Bonzen ein. Bruder, ist das Brutalismus oder was aus Jungsseele? Ich hocke auf barocken Hockern, immer das der dumme Ziel. Von denen bis zur Decke haben die Motherfuckers Glas im Spiel und schwitzen um die Wette, so als wären sie beim Drogendeal. Gründerstil, shit, nehm dir deine Bitch. Sie kommt mit in den Plattenbau, denn Bauhaus mag sie nicht. Ja, ich spritz hier ins... Jetzt, ja, reicht. Okay, das war's mit dem Gesehen der OKs. Sehr gut. Aber wir kommen jetzt von den Juwelen zu unseren heutigen Gästen. Ah. Ja, vor 1,5 Jahren hatten wir den ehemaligen Stadionsprecher des 1. FCM, Thorsten Rode, schon zu Gast. Der ist mittlerweile aber in seinen Ruhestand getreten und ein Trio hat übernommen. Und dieses Trio ist heute zu Gast. Herzlich willkommen, hier sind Hendrik, Jens und André. Hallöchen, freut mich. Freut mich. Hallöchen, das ist der Benni. Benni. Und der hat jetzt für euch was vorbereitet. Ihr müsst euch mal hier so ein bisschen mehr so hinstellen. Schnellfragerunde. Und zwar haben wir diesmal was vorbereitet, nämlich, dass ihr in Fußballfloskeln antwortet. Dafür habt ihr 2 Minuten Zeit und es geht einmal die Reihe rum. Ja? Und dann fange ich jetzt mal an mit der ersten Frage. Und die Zeit startet jetzt. Was war der unangenehmste Moment beim Ansagen? Den falschen Vornamen angesagt. Anstelle Sven... Stefan. Oder Rotterdam oder Amsterdam, Hauptsache Italien. Okay, was war der schönste Moment beim Ansagen? Keine Ahnung, also wenn das Stadion einfach mitmacht. Weißt du, das ist die Atmosphäre, ist der 12. Mann. Das ist ganz einfach, den musst du mitnehmen von Anfang an. Wenn du das nicht machst, dann hast du verloren das Ding. Na, die schönsten Momente waren insgesamt die Aufstiege von der Amateuroberliga über die Regionalliga bis nachher später in die 2. Bundesliga jetzt. Okay. Bei welchem Spiel warst du das letzte Mal so richtig nervös? So richtig nervös. Ich glaube, wenn, dann war es ganz klar Schalke. Schalke 04, ja. Also da muss man halt ganz flach spielen, hoch gewinnen. Ne? Okay. Welcher Verein hat die nervigsten Fans? St. Pauli. Jetzt wird das so lange überlegen müssen. Frankfurt. Ja, St. Pauli. Ja, Mut zur Lücke. Aber die sind jetzt nicht mehr da. Okay. Ja. Wie steht ihr zu Pyrotechnik? Sind ich finde es. Ja. Genau. Jetzt muss ich das noch im richtigen Akzent machen, wie der Typ da vom Balkon. Das ist wichtig. Hast du mal den falschen Spieler angesagt oder einen Namen verwechselt oder falsch ausgesprochen? Ja, wie gesagt, mir ist es passiert. Das war so Anfang der 2000er. Da hat mal ein Spieler, Kretschmer, ich kann mich leider nicht mehr an den Vornamen erinnern, und hatte mir vor dem Spiel ein paar Mal gesagt, bitte nicht den Handballer Stefan Kretschmer ansagen, sondern unseren Spieler. Ich habe, wie gesagt, den Vornamen vergessen. Ich weiß nicht mehr, ob es Sven oder irgendwie so in dieser Richtung hieß. Habe natürlich prompt da in dem Moment den falschen Spieler angesagt.
Okay, 15 Sekunden, los. Wenn du müsstest, wie viel Geld wirst du zum HFC wechseln? Entschuldigung. Bankfrage. Antworte ich nicht drauf. Gibt's gar nicht. Kein Kommentar. Gibt es gar Leider. Nicht. Merseburg okay. Not. Und die genau. Fußballfloskel? Ja, da war's vorbei. Das war dunkelrot. So, weiter. So. Und die Zeit ist vorbei. Danke euch. Danke. Der FCM-Stadionsprecher in der Schnellfragerunde. Bevor wir euch jetzt aber hinsetzen, gucken wir uns noch einen schönen Beitrag an, den wir neulich gedreht haben. Im letzten Jahr haben wir mit der Redaktion ein Live-Tindern gemacht. Wir haben ein Screen hier aufgehängt, wie man das vom Tindern kennt. Nur bei uns sind Leute aus der Redaktion dahinter getreten und die mussten letztes Jahr bei ein paar Damen punkten. Dies Jahr haben wir das Ganze umgekehrt und auch das ist sehr lustig geworden. Viel Spaß! Ja, wir lieben doch Fortsetzungen und auch deshalb gehen wir heute mit Live-Tinder bei Gute Nacht Magdeburg in die zweite Runde. Heute aber mal umgekehrt. Vier junge Damen gehen heute auf die Suche nach einem Date und treten dafür mit ihren besten Sprüchen gegeneinander an. Ja, wie läuft das Ganze ab? In drei Runden werden die vier Damen mit Sprüchen gegeneinander antreten, in verschiedenen Kategorien, die wir noch ankündigen werden. Ich würde mal sagen, bevor wir damit anfangen, stellen sich unsere Kandidatinnen heute erstmal vor. Hi, ich bin Miriam, unter anderem als Glühweinkönigin und Magdeburg-Cowgirl bekannt. Und ich bin hier, weil ja das letzte Date leider nicht ganz so gut lief und ich dachte, ich probiere mein Glück nochmal. Hallo, ich bin Melissa und ich bin keine schlechte Verliererin, aber ich gewinne schon ziemlich gerne. Ich bin Janrike und wenn du ein aufregendes Hobby suchst, dann bin ich die richtige Ansprechpartnerin. Ich bin Emily, meine Lieblingszahl ist die Nummer 1. Willst du meine Nummer 1 sein? So, wir starten mal langsam rein, kleine Proberunde, ganz normale Sprüche, keine Vorgaben. Und unser erster Kandidat ist vielleicht schon aus der letzten Folge bekannt. Letztes Mal beim Date hat er nicht so viel Glück. Hast du Hobbys? Nee. Hast du Hobbys? Nee. Also ich führe gern lange Gespräche. Tom wird nochmal als swipender Kandidat antreten, diesmal aber um kein Date. Viel Spaß. Ich bin Tom, ich war das letzte Mal schon dabei. Date war Mist, Wetter war schön. Ja, Test, Test. Tom, ich finde, du hast Zähne wie Sterne. Sie sind gelb und weit auseinander. Das ist eine Beleidigung und keine von der guten Sorte, also... Hey, bist du Magdeburger? Denn du bist heißer als die Elbe im Sommer. Ich bin kein Magdeburger. Hey, bist du ein WG-Zimmer in Magdeburg? Weil ich glaube, bei dir könnte ich mich ziemlich günstig einnisten. Das ist lustig, darum grün. Wow, du musst Google sein, denn du hast alles, was ich suche. Finde ich unkreativ. Aber, ja. Alles klar, Proberunde vorbei. Ich würde sagen, dann gehen wir mal in die erste richtige Runde herein mit unserem ersten swipenden Kandidaten Tim. Der Twist dieses Mal, alle Sprüche müssen sich reimen. Hallo, ich bin der Tim, ich muss ja auch wieder mitmachen, weil die Redaktion sich dachte, komm, den Jungen bringen wir mal unter der Haube, schauen wir mal, was wird. Tim, ich habe was im Auge und das bist du. Denn wenn es dich erblickt, geht es niemals zu. Stabil. Ein guter Reim kann nicht einfach sein. Und genau deswegen gibt's von mir ein Nein. Ich bin neu in Magdeburg und so allein. Bitte sei doch mein. Ich kenne mich ja leider nicht aus, deswegen bist du raus. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Geh bitte auf ein Date mit mir, du geile Sau. Bei geile Sau denke ich, ja wow. Deswegen kriegst du von mir ein, ja, na klar. Bist du ein Gedicht? Denn deine Worte berührten mein Herz im sanften Licht. Lass mich überlegen, vielleicht fällt mir dazu was ein. Entweder ist es ein Ja oder ein Nein. So, das ist relativ eindeutig, würde ich sagen, haben wir unser erstes Date gefunden. Wunderbar, und wir gehen direkt in die dritte Runde weiter. Dazu haben wir uns noch was ganz Besonderes überlegt, und zwar Requisiten aus dem OK, die wir gesammelt haben, die in einen Spruch eingebaut werden müssen. Viel Spaß, bleibt dran. Hallo, ich bin Marco. Ich bin heute hier, weil ich gespannt bin. Insofern, ich bin sehr gespannt. Swipe links oder stirb. Okay, jetzt kriege ich Angst. Wenn ich Angst habe, bin ich geil.
Hey Marco. Du weißt, Magdeburg ist bekannt für seine Brücken. Aber ich will dich mit dieser Fußhand entzücken. Rar. Nein, leider nicht. Tut mir leid. Aber süß. Ich kenne mindestens ein Zeichen, warum wir beide zusammen sein sollten. Kommt da noch was? Verstehst du? Kein Zeichen? Welches Kennzeichen? Okay, also ich finde den Witz nicht schlecht. Aber wenn man einen Witz erklären muss, ist er nicht mehr gut, deswegen tut mir leid. Ich würde dir gerne ein Lied auf der Ukulele spielen und ich verspreche dir, die sind besser als meine Anmachsprüche. Also ich mag musikalische Menschen, deswegen sehr gerne. Alright, wir haben zwei Matches. Ich würde dich mal kurz bitten, vorzutreten hier vor das Handy. Ja Marco, jetzt musst du dich entscheiden. Wem gibst du dein Date? Schwierig. Ihr seid beide sehr hübsch, habt euch gut präsentiert. Insofern, jetzt muss ich aber sagen, ich habe ein Herz für Menschen, die eine zweite Chance bekommen. Und deswegen wähle ich dich, Miriam. Alright, Marco und Miriam, kommt auch noch mal ganz kurz zusammen. Ja, da sind noch zwei Perfect Matches zustande gekommen, würde ich sagen. Die Dates gucken wir uns nachher noch mal an. Ich gebe es erstmal zurück zu Tim und Benny ins Studio. Dann stimmt, da haben wir dich doch unter der Haube gekriegt, wa? Na, schauen wir mal, was wird. Die Dates, die kommen nämlich noch im Laufe der Sendung. Kann ich euch ein Wässerchen anbieten? Ja, danke. Alles okay. Gut. Okay. Seht auch überhaupt nicht verschwitzt aus. Also, es ist aber cool, dass ihr hier seid. Wir reden ja hier eigentlich nur von Fußball, wenn der FCM auf oder der HFC absteigt. Was macht denn so ein Stadionsprecher eigentlich? Weil es gibt ja zusätzlich noch Kommentatoren. Ja, also grundsätzlich erstmal eine relativ wichtige Aufgabe. Weil unser Hauptjob ist eigentlich die Sicherheitsdurchsagen, damit nichts schief geht. Ja. Weil ansonsten ohne die darf das Spiel nicht angepfiffen werden. Okay. Wenn wir die auch so konsequent bei Pyro machen, ne? Genau. Das scheint immer gut zu funktionieren. Ja. Was ist denn der Vorteil davon, wenn man das zu dritt macht? Euer Vorgänger hat das ja nur alleine gemacht. Na, das ist nicht ganz so korrekt. Okay. Wir waren okay. Schon immer zu viert. Ach so. Sozusagen, jetzt sind wir in der Form zu dritt. Beziehungsweise respektive sind wir immer noch zu viert, weil wir haben nämlich noch jemanden, der immer ganz fleißig bei uns im Hintergrund ist. Ah. Das ist nämlich der liebe Mario. Und der Mario macht unsere Regie und da müssen wir immer mal durchtauschen. Beziehungsweise gibt es da auch genug Zeiten, wo man mal Urlaub hat, wo der ein oder andere mal nicht kann. Ja. Und deswegen sind wir da meist ein großes Team, ja. Und jetzt muss ich mich leider an der Stelle nochmal zu Wort melden, weil das nicht ganz richtig ist, okay. Was du gesagt hast. Denn ich bin bereits seit 1996 Stadionsprecher und Thorsten kam 1998 dazu. Und da haben wir dann das Duo gebildet mit der entsprechenden Arbeitsteilung, ja. Die es auch heute noch am Spieltag gibt. Hat sich natürlich im Laufe der Zeit jetzt auch ein bisschen verändert, ja. Weil ich sag mal, mit dieser gestiegenen Professionalität beim 1. FC Magdeburg hat sich das ganze Umfeld auch verändert und von der Warte her ist es auch gut, dass wir drei Leute sind. Du kannst dir die Arbeit halt richtig gut aufteilen. Also einer ist bei uns immer im Infield. Ja, das heißt Infield direkt im Feld, genau, drin. Im Stadion, also das, was also auch die Zuschauer auf ihren Plätzen, ja, hören. So. Dann gibt es eine Person, die vor und nach dem Spiel Interviews im VIP-Bereich führt, ah, mit ausgewählten Spielern. Dann noch mal eine Nachbetrachtung macht. Das sind immer die tollen Fragen nach dem Spiel. Ja. Die kennen sie alle. Aber es macht Spaß, ist gut und da kann jeder sich auch mal kurz rausnehmen, kann jeder auch noch mal dieses Stadion-Feeling haben, was ich richtig gut finde. Einfach nur zugucken, einfach nur Fußball genießen, ohne immer dann halt auch eingebunden zu sein. Das ist schon gut. Das stimmt, das stimmt. Hendrik, du hast ja mit vielen aus unserem Team so ein bisschen was gemeinsam. Also jetzt nicht nur, dass du jung und gut aussehen bist, boah, du studierst nee, auch nicht. Journalismus. Wärst du falsch abgebogen, hättest du natürlich auch hier landen können. Aber war das in Hinsicht länger dein Traum, Stadionsprecher zu werden? Also sagen wir es so, der Journalismusberuf war sehr, sehr lange feststehend. Also okay. Ich habe, was weiß ich, glaube ich, mit 13 oder 14 Jahren habe ich bei den Spielen von meinem kleinen Bruder mit Kamera und Headset für den Trainer, cool, da irgendwie die Spiele aufgezeichnet, dass der da seine Taktikanalyse draus machen konnte. Dann wurde bei meinem Heimatverein ein Stadionsprecherposten frei. Den habe ich dann mit 15 Jahren, glaube ich, besetzt. Was ist dein Heimatverein? Der SV Lok Schleife. Also genau. Das ist tief, ja, im Osten Deutschlands. Ja. Also doch ein Stück weit weg von Magdeburg. Nee, und darüber dann ganz reingerutscht, beim Handball im selben Verein auch noch mit angefangen, das dann seit 7 Jahren gemacht und dann war eigentlich die Entscheidung, nach Magdeburg zu kommen und hier Journalismus zu studieren, eine einfache. Beste Entscheidung, die man treffen kann. André, du hast ja früher als Lehrer gearbeitet. Nee, das war eher. Ich war der Schüler. Ah, du warst der Schüler. Ich war der Schüler. Okay. Jetzt wird's interessant. Okay, jetzt beendest du ja nicht mehr den Unterricht, sondern auch Fußballspiele. Woher der Sinneswandel? Ja, der Wunsch hat sich eigentlich auch schon sehr, sehr
frühzeitig bei mir manifestiert. Ich habe als Kind schon ganz oft bei Radio-Live-Sendungen, wenn beispielsweise Waldefried Vorkefeld aus der Berliner Wuhlheide berichtet hat oder Hans-Günther Otto aus dem Ernst-Grobe-Stadion, eben hinterher die Spiele auch nochmal nachkommentiert. Ja. Und ja, auf diese Art und Weise habe ich mich da langsam rangetastet. Okay, du bist ja jetzt auch schon seit 27 Jahren Stadionsprecher, hast du ja eben schon mal angesprochen. Ja. Das ist ja doppelt so lang, wie alt ich bin. Irre. Was hat sich beim FCM oder generell in der Fußballkultur seitdem am meisten verändert? Also ich sag mal, unabhängig davon, dass die Spielweise athletischer geworden ist, auch wenn die älteren Spieler das nicht so gerne hören. Ja. Aber es ist einfach so. Muss ich sagen, früher haben wir noch ein Bier vor, während und nach des Spiels getrunken. Okay, und jetzt heute sind zwei so, oder? Naja, ich sag mal, da gingen auch schon mal drei oder vier weg. Ja, also manchmal ist Frust. Ja, wie bei uns, ja. Was? Nein, wir sind artig. Und bei besonders erfolgreichen Spielen hast du natürlich auch mal ein Gläschen Rotwein während der zweiten Halbzeit genießen können. Mhm. Heutzutage ist natürlich wirklich alles sehr, sehr ernsthaft. Und wir haben da so einen 8- bis 10-Stunden-Tag. Okay. Auch an so einem Spieltag vor der Brust, wenn wir die Vorbereitungszeit mitrechnen, im Stadion 8 Stunden. Wie gesagt, das ist schon eine ganz schöne Zeit. Wie sieht so ein Tag eigentlich aus, wenn ihr das macht? Es fängt eigentlich morgens an, indem man sehr, sehr früh im Stadion ist, kommt man auch ganz gut durch die Stadt. Parkt irgendwo dann in der Nähe des Stadions. Früh heißt 6, 7? Nee, also meist so gegen 9. Also wenn das ein Spiel ist, also wir sagen mal so 4 Stunden vor Anpfiff. Und dann geht's halt los, Soundcheck, Regiebesprechung mit den Offiziellen, mit der Polizei, gucken, was passiert. Ja. Ist es ein Sicherheitsspiel, ist es keins? Und dann wird es ganz interessant und dann müssen wir einmal alle Mikrofone checken und dann geht's los. Und 2 Stunden vor Anpfiff ist Stadionöffnung und da müssen wir halt parat stehen, da ist dann Standby. Und dann läuft die Musik und dann geht es auch langsam los mit den ersten Moderationen und dann wird es immer heißer bis zum Anpfiff. Ja, ist ja fast wie bei uns hier. Mensch, Mensch. Absolut vergleichbar. Absolut. Ja. Zum Schluss hätte ich noch gerne von jedem von euch mal einen Tipp. Die EM steht ja jetzt an im Juni. Wie geht's für Deutschland aus? Was meint ihr? Die werden spielen. Das ist schon mal gut. 90 Minuten, bis der Schiedsrichter abpfeift. Ja, wie seht ihr das? Und eine Halbzeit wird gewechselt oder was? Genau. Ist schon das, die mit den Phrasen, die drin ist? Aber ich war jetzt in den Phrasen so drin. Also der Benni hat so gut gemacht. Ja, okay. Also mein Tipp wäre, dass Deutschland bis ins Finale kommt und ich würde auch Italien im Finale sehen. Ich sehe Deutschland nicht im Finale, auch wenn der Hype gerade groß ist. Aber hättest du die letzten beiden Spiele nicht so gespielt, wie du es gespielt hast, dann hätten alle gedacht, ja. Was sagst du, Vorrunde oder schaffen wir es länger? Naja, also Achtelfinale ist schon drin, aber auch nur, weil ja der Gruppendritte vielleicht sogar weiterkommen kann. Wie wir sagen würden, wird schon. Wird schon. Muss ja. Wird schon. So. Habt ihr Bock, ein Spiel zu spielen? Nein. Sehr gut. Machen wir trotzdem. Nein, aber ja. Wir haben nämlich bei eBay Kleinanzeigen mal so ein bisschen rumgeguckt nach Fußballprodukten. Mhm. Die zeigen wir euch gleich und ihr müsst einfach nur die Preise erraten. Mhm. Klingt ganz simpel, ne? Und wir nennen es Preisderby in der EM Edition. Und wir kommen direkt zum ersten Produkt. Das ist nämlich eine Fußballflasche von 2004. Schön für die EM, mit Deutschlandverschluss und ungeöffnet. Wie teuer könnte diese Flasche sein? Was ist da drin? 250 Euro, würde ich sagen. Okay, da kannst du viel reinmachen, egal was. Achso, die ist nicht. Achso, die geht es ohne Gebot? Das ist das aktuelle Gebot oder Endpreis? Der genaue Preis. Der genaue Preis, 23,50. Okay. Zu wenig. Ich würde 250 sagen, ich bleib dabei. Ganz schön viel. 119,99 Euro. Okay, gewonnen hat der, der näher dran ist. Und wir gucken mal rein. Und das bist du, Henrik. Es sind 99 Euro. Aber plus Versand, das hast du. Der ist irrelevant. Vielleicht fährt auch wer hin und holt's ab. Naja. Wir kommen zum zweiten Produkt. Hier haben wir nämlich einen Fußballhut mit Pins. Und zwar sind es 63 Pin-Buttons von EM oder WM. Wie teuer ist das Ding? Das ist das, was den Preis... 369. 369. 2,17,99. 2,17,99. Komm, Henrik. Ja, 219,99. Und wir lösen auf. Es sind 280 Euro. Der will die aber stehen, Tim. Ja, ja, maybe. Müssten wir eigentlich mal so. Ich bin aber dichter dran. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Okay. Ich mach nämlich nebenbei noch Mathe. Ah, warst du Mathelehrer? Nee, Sportgeschichte, Medien. Auch geil. Ja. Kommen wir zum dritten Produkt. Es handelt sich um eine Playmobil-Figur von
Leroy Sané, der aktuellen EM 2024. Wie teuer ist das Ding? Das ist doch fake, oder? Nee. Ich fange jetzt mal an, damit ihr mal die Mitte machen könnt. Ja. Das sind, was weiß ich, 14,99. Mhm. Dann würde ich sagen, preiswerter, also 8,99. 24,99. Okay. Ja, Jens, herzlichen Glückwunsch. Es sind 6 Euro. Leroy Sané. Ne? Kommen wir zum nächsten Produkt. Es handelt sich um die Mannschaft des DFB-Teams als Lego-Set. Und zwar ist es eine limitierte Edition von 2016. Es handelt sich um ein komplettes Set mit allen Spielern, 16 Minifiguren plus Bälle, Anleitungen, Tüten sowie schicke Boxen. Spielfeld ringsrum, oder? Das habe ich nicht rausgefunden. Okay. Also Lego ist ja per se schon mal sehr teuer, die Figuren an sich. Darfst du Lego überhaupt sagen? Ist das? Das kriegt ihr jetzt der dänische, Brick-Hersteller. Ich würde sagen, das Ding geht mit 129 Euro durch. Ja, ich glaube sogar mehr, 149. Mhm. Ja, 189. Okay, André, du hast deinen ersten Punkt. Es sind 99 Euro. Endlich, danke. Mega. Wir kommen zum letzten Produkt. Wir haben hier einen Fußballbierkrug. Das Fassungsvermögen ist 0,4 Liter. Wie teuer ist das Ding? Soll ich anfangen? Hau du mal rein, los. 6,99. Okay. Mmh. Ich wollte auch 6,90 sagen. Ich bleibe bei 6,90. 6,99. Das wird jetzt im Centbereich. 12,99. 12,99. Henrik? Der Punkt geht an dich und das sind 32 Euro. Das ist ja Wahnsinn. Kannst du überlegen, da kannst du ja mal die Wunder Magdeburg-Kasse sprengen. Vielleicht muss ich noch in die Wand rein. Ja, das wird gar keine Zeit. Ne? Dann herzlichen Glückwunsch und das war's mit Preisderby in der EM Edition. Ja. Glückwunsch. So, und jetzt wird's richtig romantisch. Wir haben eben die Swipe-Phase der Tinder, von unserem Live-Tinder gesehen, so lang. Zwei Couples sind entstanden, unter anderem auch ich. Und wir mussten uns jetzt daten. Wir haben uns für einen Filmabend entschieden. Ja, ganz großes Kino. Wird schon. Ja. Hey! Hallo. Na? Alles gut? Ja, und bei dir? Willkommen zum Filmdate. Setz dich gerne. Ja, ich freue mich. Nimm dir Popcorn. Ich freue mich auch. Ah, na, Melissa. Hi. Alles fit? Ja, schön, dass es endlich geklappt hat. Ja, natürlich. Setz dich. Ja. Schön hast du es hier. Willst du Wein? Vielleicht später. Okay. Popcorn? Vielleicht später. Ist lecker. Ja, okay, ich probiere mal eins. Oh. Was schauen wir denn Schönes? Ich weiß nicht, hast du dir schon was überlegt? Nö, noch nicht. Also, wir haben ja erstmal die Top 10 Filme in Deutschland. Okay. So, der Queer oder Mother of the Bride. Weiß nicht, ob dir das so was sagt. Ich kenn's nicht. Ich habe einen Film mitgebracht. Ah. Clockwork Orange. Ah, okay, ja, der sagt mir jetzt. Von Stanley Kubrick. 1971. Absolutes Meisterwerk. Oh, cool, ja. Ja, guck mal, sogar 4K. Ja, wie findest du so Türkisch für Anfänger der Film? Ist das so, was keine du Ahnung. Schaust? Nee, keine Ahnung. Ich stehe auch überhaupt nicht auf Elias Mbarek. Ja, okay. Das ist natürlich schlecht. Was du wissen musst, ist Stanley Kubrick, der wollte den Film zuerst gar nicht machen. Ah, okay. Ja, der musste davon irgendwie überzeugt werden. Noch an einem anderen Set von seinem vorherigen Film. Ah. Und die Hauptrolle sollte zuerst auch gar nicht Malcolm McDowell spielen. Den kennst du ja vielleicht. Sondern zuerst die Rolling Stones haben sie überlegt. Und Mick Jagger sollte zuerst hier, Alex, so heißt er, im Film spielen. Ja, okay, ja. Sind die Rolling Stones sowas ähnliches wie One Direction? Ja, aber in cool. Ja, die Herbe. Ja, damals, klar. Weißt du? Kennt man. Ja, frag deine Oma mal. Ja. Dann haben wir noch die Komödien, Kindsköpfe. Bitte nichts mit Adam Sandler. Okay, dann nicht. Ah, die wilden Hühner ist eigentlich toll. Dein Ernst? Der Film war übrigens auch verboten. Ah, okay. Ja, Stanley Kubrick hat den selber verboten, wegen Morddrohungen. Und der war verboten in England bis zu seinem Tod, 1999. Oh, ja. Weil dann konnte er keine Morddrohungen mehr kriegen, weil dann war er schon so ein doppelter Tod, wäre irgendwie auch interessant. Krass. Oh, was gibt's denn noch so? Ja, das ist, glaube ich, ja alles nix.
Ja, dann haben wir wieder Komödien. Ich habe doch gesagt, nichts mit Adam Sandler. Ja, dann haben wir hier noch ziemlich beste Freunde. Der ist cute, der ist happy, der geht nicht ganz so lang. Und ja, ist ja ein französischer Film, also den könnten wir jetzt eigentlich auch auf Französisch gucken mit Untertiteln. Nein. Das ist sogar eine der bekanntesten Szenen im Film, das mit den Augen. Ja. Und der Typ, der daneben steht und in diese Augentropfen reinmacht, das war ein wirklicher Arzt, der aufpassen sollte, dass ihm die Augen nicht austrocknen. Aha. Ja. Ja. Tatsächlich hat er sich dabei wirklich verletzt an seiner Hornhaut. Mhm. Die Verletzung hat er bis heute. Jetzt gib doch mal her, meine Güte. Kann nicht so schwer sein, hier was zu finden. Hier, Taxi Driver ist doch geil. Ja. Schön aggressiver Typ am Autofahren. Geil, Alter. Ja, nee. Das ist ja, boah, das ist, nee, ist nicht meins, also. Hier, Bibi Blocksberg, das ist doch geil. Ja, das Kinderfilm. Du gehst mir wirklich auf die Eier. Ja, du mir auch. Also ich weiß gar nicht, warum ich dich eingeladen habe. Ja, dann können wir das auch lassen. Ja. Also ich bin richtig sauer. Ich verstehe das nicht, warum das heute nicht geklappt hat. Miriam ist ja eigentlich eine ganz nette und liebe, aber das hat überhaupt nicht gepasst. Wieso guckt sie denn mit mir keinen Actionfilm oder einen Horrorfilm? Wie geil ist das denn? Hat mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht und beim nächsten Mal irgendwas anderes, aber nicht Filmabend. Ich konnte mit seinem Filmgeschmack auch überhaupt nichts anfangen, mit dem Sci-Fi und Cyberpunk, mit den Schießereien. Das ist halt überhaupt nicht meins. Also ich konnte auch nicht verstehen, warum er nicht ziemlich beste Freunde auf Französisch einfach gucken wollte. Ja, und wer mag bitte Adam Sandler nicht? Guter Film. Guter Film. Absolut guter. Ja, also das war, glaube ich, das weirdeste Date, was ich jemals hatte. Ich weiß auch nicht, Männer mit Filmgeschmack aus den, keine Ahnung, 50ern oder so, stehe ich überhaupt nicht drauf. Was heißt denn jetzt hier 50er? Der Film ist von 1971, okay? Es sind 40, 50 Jahre. Es ist ein absolutes Meisterwerk. 3 Oscar-Nominierungen. Okay. Und die pennt hier ein. Ich kann das nicht. Es kann doch, ich brauche das. Warum guckt man nicht einfach diesen Film? Es ist ein wirklich guter Film. Ey, ich kann das nicht mehr. Wenn er nur meint. Ja, das ist wirklich ein guter Film. Ne? Ich verstehe das nicht. Naja, von guten Filmen zu geiler Musik. Boah, Mensch. Und es wird jetzt punkig. Und ich freue mich sehr auf die Band, die jetzt ihr Auftritt. Herzlich willkommen, hier sind die Brandkanne mit dem Bäcker-Song. Warst du da? War ich da? Nicht mit Karte, nur mit Bar. Klingeling. Ich der Arbeiter. Warst du da? War ich da? Ich mit Karte, du mit Bar. Klingeling. Ich bin da. Bevor ich zur Arbeit fahre. Und hier steht so auf, um mir frisches Brot zu backen. Brötchen belegt, übelst heiße Apfeltaschen. Ich bring meinen eigenen Beutel mit, um alles einzupacken. Warum musstest du pleite gehen und mich alleine lassen? Keine Kohle, kein Brot, der Bäckerladen hier ist tot. Kleiner Laden, kleines Geld, trotzdem war's. Hey! Edeka, Herrn Nord, wegen euch ist die Port. Edeka, Aldi Nord, wegen euch ist die Port! Und hier stehst du auf, um mir frisches Brot zu backen. Bräuche belegt, übelst heiße Apfeltaschen. Ich bring mal einen Beutel mit, um alles einzupacken. Warum musstest du pleite gehen, mich alleine lassen?
werde ich euch nie verzeihen. Kapitalist, du bist ein Schwein, 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 Schwein. Kapitalist, du bist ein Schwein, 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 Schwein. Kapitalist, du bist ein Schwein, 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 Schwein. Kapitalist, du bist ein Schwein, 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 Schwein. Kapitalist, du bist ein Schwein, 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 Schwein. Brandkannen mit dem Becker-Song live bei Gute Nacht Magdeburg. Wann kann man uns sehen, Jungs? Habt ihr Termine? Der kommt am Ostern immer nicht. Ah, super. 27.06. im Moritzhof. Können wir uns merken. Jungs, kommt gerne nochmal mit rüber zur Abmoderation. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Außerdem auch vielen Dank an euch drei, dass ihr hier wart. Vielen Dank, André, Hendrik und Jens, das Stadionsprecher-Trio vom 1. FCM. Wir sehen uns wieder am 26. Juni zu unserer letzten Sendung vor der Sommerpause. Oh, endlich wieder Ferien. Schön ist es. Dankeschön, die Brandkannen, das FCM, Stadionsprecher-Trio. Bis dahin, sehen wir uns. Ciao. Leute, ganz kurz, ich habe noch was vergessen. Ihr könnt da den YouTube-Kanal abonnieren und da könnt ihr das nächste Video sehen. Machen.